Hallo und herzlich willkommen zu Folge 239 von Elex. Wir haben und Praxis. In der letzten Folge Karl als Maul. Wollte nur wissen, ob du irgendwas zu sagen hast. Wir haben in der letzten Folge Kalan entdeckt und werden jetzt mal hier direkt dem Reinhold berichten, dass wir in Kenntnis gesetzt sind. Ich kenne das Geheimnis, das sich hinter Kalan verbirgt. Was redest du da? Kalan ist nichts weiter als eine Rakete. Du wagst es, unseren Gott in Frage zu stellen, aber spar dir die Antwort. Ich sehe es gar nicht ein, mit einem Berserker zu diskutieren. Wenn du vorhast, deine blasphemischen Ansichten unter unser Volk zu tragen, wirst du scheitern. Kein Kleriker würde dir Glauben schenken. Unser Herz weiß um die Größe unseres Gottes. Und von diesem Standpunkt aus gesehen wundert es mich auch nicht, dass du ihn in Frage stellst. Du bist einfach noch nicht von ihm erleuchtet worden, also empfinde ich einzig und allein Mitleid mit dir. Ich frage mich, wie das ist, wenn man als Kleriker dahinter kommt und das dem dann sagen will. Vielleicht schmeißt er ihn sogar aus der Gemeinschaft, keine Ahnung. Ich werde bald den Eispalast angreifen. In der Tat. Eine große Aufgabe. Ich wäre gerne dabei, aber wir haben hier unsere eigenen Probleme. Ich hoffe, dein Vorhaben wird glücken. Und wir werden bald die frohe Kunde von deiner Wiederkehr aus dem Eispalast feiern können. Möge Kalan dir beistehen. Klar. Mit einer Rakete im Rücken brauche ich wohl gar nichts Angst zu haben. Reden wir noch mal mit dem anderen Chef und der Kleriker. Und ansonsten würde ich gerne noch mal mit Eva sprechen, ob die jetzt hier irgendwie aufnahmefähig ist. Ich bin wieder vorbeigelaufen, ne? Ja, bin ich. Euer Gott Kalan ist nur ein Transporter der alten Welt. Noch ein weiterer, der die Wahrheit kennt. Sprich mit Reinhold. Er wird dir genau erklären, warum es so wichtig ist, dieses Geheimnis zu bewahren. Wenn der Glaube der Menschen hier erschüttert wird, ist das das Ende des Horts. Okay, also... Nur der Glaube. Also der Ulbricht weiß genauso Bescheid und redet relativ neutral darüber. Und meint halt, dass es wichtig wäre, dass es so niemand erfährt, was ich auch irgendwo verstehen kann. Aber mault uns der andere deswegen gleich an. Und der sagt, sprich mit Reinhold. Also entweder hat er jetzt gerade nur was vorgemacht oder der hat gar keine Ahnung. Ich habe jetzt... Ja, anscheinend hat er keine Ahnung. Dann ist es irgendwie seltsam, dass der Ulbricht uns zu Reinhold verweist. Naja, gut, okay, von mir aus, ne? Das könnte dann das Ende sein. So, warte mal, wo ist jetzt Eva nochmal? Können wir mit der noch sprechen? Du holt man sich nur Frostbeulen. Da hinten ist er. Im Wohndistrikt oder so. Also ich muss sagen, der Hort ist wirklich bis zum Ende hin, meiner Meinung nach, die unübersichtlichste Gegend, die es hier gibt, auf Magalan. Und Eva ist genau vor uns. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wir hier auch am wenigsten Zeit verbracht haben. Das muss man einfach noch dazu sagen. Deswegen ist es vielleicht auch der Grund, warum ich hier mich so schnell verlaufe. Ich bin jetzt wieder falsch rum, oder? Das hier ist aber vielleicht sogar die Möglichkeit. Gerade werden wir nicht gesehen, oder? Da können wir nämlich die Truhe dann öffnen. Wenn wir hier alle Geheimnisse lüften, lüften wir aber auch alle Geheimnisse. Also auch alle Truhen. Ach komm, mach hin, wir haben nicht so viel Zeit. Da. Zu einfach. Hat's jemand gesehen? Nee, irgendwie nicht. Die rauchen aber auch viel hier, die... Kleriker, da kommt ein bisschen so vor, eine Schatulle. Oh, da ein Aquarium, auch nett.
Na, guck mal her, der Besitzer pennt schon. Ja, perfekt. Dann können wir den auch direkt ausnehmen. Na, wenn schon, denn schon, ne? So einfach. Schön, dass er schläft. Ich glaube, das war jetzt auch Wohnung, sage ich mal, die wir ausgelassen hatten. Also hoffe ich jetzt mal. Denn ihr wisst noch, ne, letzte oder vorletzte Folge waren wir hier. Ich glaube, das war sogar letzte Folge. Da habe ich sogar, glaube ich, als erstes sogar, habe ich Eva überhaupt schon aufgesucht. Kann auch sein, dass wir bei der schon waren. Die hatte aber keinen, ja, keine weitere Möglichkeit, uns irgendwie da uns was mitzuteilen. Also, oder wir konnten ihr nichts mitteilen. Kann auch sein, dass wir da schon waren. Ich, ist schon ein bisschen länger her, dass ich jetzt mal aufgenommen hatte. Da waren wir auch hier im Wohnbereich. Und da war halt noch eine Gegend. Ah ne, da ist sie. Wer treibt sich hier herum? Ne, wir können sie nur fragen, ob sie uns was beibringen würde. Schade, schade. Also der können wir gar nicht. Gut, dann muss er vielleicht von allein drauf kommen. Wie dem auch sei, werden wir jetzt unseren Bruder herausfordern. Ich überlege aber auch gerade noch, bevor wir den Showdown hier, bevor wir damit anfangen, was gab es noch, was ich unbedingt machen wollte? Jetzt will ich mal ganz kurz schauen. Wir haben jetzt das mit den vier Häusern durch. Und auch mit den verwitterten Bildern in diesem Zusammenhang. Uns fehlen noch ein paar Fotos. Aber ich glaube, das sind einfach nur Sammelgegenstände. Aber was uns eventuell noch fehlt, sind, glaube ich, zwei Teile dieses Kartenpuzzles oder so. Da müssen wir nochmal irgendwie schauen. Beziehungsweise ich werde dann außerhalb der Aufnahme mich drum kümmern. Und dann werden wir dem nachgehen. In dem Zusammenhang will ich noch ganz kurz, weil ich das auch in Kommentarform mehr oder weniger versprochen habe. Ich werde jetzt nochmal zum Rüstschmied gehen und wir werden noch den Helm kaufen. Denn jetzt müssen wir ja unsere Sonnenbrille nicht mehr tragen. Und da werde ich auch noch ganz kurz an der Werkbank gucken, ob wir noch irgendwas verbessern können oder sollten oder wollten. Und dann geht auch der Kampf gegen unseren Bruder los. Übrigens in dem Zusammenhang, das habe ich bei den ganzen, bei dem ganzen Alpgefetze in letzter Zeit total vergessen. Wir hätten ja auch die Schwierigkeitsstufe etwas anpassen können. Da gibt es nichts zu beschönigen. Also ich meine, manchmal war es brenzlig genug. Hat er sich nur dabei, ja, da sage ich nichts dann, aber manche manchmal hätten wir eventuell auch den Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochstellen können. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich will wieder ins... Halt die Klappe. Aber das, ich habe das die ganze Zeit halt vergessen. Ich vergesse das generell durchgehend, dass man bei Elex die Schwierigkeitsstufe je nach Begebenheit anpassen kann. So, jetzt haben wir noch den Helm. Ich hab's ja gleich gesagt. Jetzt wollte ich gerade nochmal schauen, konnten wir denn in irgendeiner Form unser Lasergewehr nochmal verbessern? Was haben wir dazu gebraucht? Ah, okay, erstens brauchen wir Geld und zweitens brauchen wir mächtige Energiespeicher. Aber wir haben jetzt genug Geschicklichkeit. Boah, das werde ich auf jeden Fall machen. Ein bisschen Geld kriegen wir auf jeden Fall. Mächtige Energiespeicher, okay. Mächtige Energiespeicher. Das hättest du wohl gerne. Brauchen wir hier mal ein. Und könnten wir auch machen hier, ne? 85 Stück brauchen wir aber nicht, zwei reichen vollkommen. So, und dann werde ich noch ein bisschen hier dem Kram verkaufen. Was können wir dem denn verkaufen? Auf der anderen Seite, ich glaube, dem brauchen wir gar keine Waffen verkaufen, wir haben noch genug Schrott. Guck mal, alleine Drohnenkontrolle könnten wir noch auf Geld machen, wenn wir den Scheiß verkaufen. Was können wir dem denn, was haben wir denn, haben wir denn irgendwas Unnützes? Fangen wir mal damit an. Eigentlich schon, aber wobei, das würde ich sogar nochmal aufheben. Ich habe gerade überlegt, ich könnte ja eigentlich diese Stims verkaufen, aber nein, die werde ich aus
gewissen Gründen aufheben, denn da kriegen wir für 1,5 Minuten noch eine immense Resistenz drauf. Fällt mir jetzt gerade mal wieder so auf. Je nachdem, für was wir es brauchen. Reines Elix 500. Den Kram behalte ich auch vorerst. Das sind ja alles Materialien. Was können wir denn verkaufen? Oh, jetzt kommt der ganze Schreibkram. Die ganzen literarischen Meisterwerke, die wir hier mit uns rumtragen. So, jetzt kommt der Kram, den wir verkaufen könnten. Die Geldbündel könnten wir den zum Beispiel verkaufen. Die alten Münzen könnten wir dem, denke ich mal, verkaufen. Coole Spielzeugautos, Schatullen. Ja, geben wir halt auch dem die Münzen. Das dürfte eigentlich sogar schon reichen. Ansonsten könnten wir dem natürlich auch 12.000 Zigaretten verkaufen. Aber eigentlich will ich die einfach dabei haben und behalten. Einfach nur, um immer mehr damit, also immer mehr anzusammeln. Das ist jetzt schon schier absonderbar, aber... Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber egal. So, dann... Was hat er sich nur dabei gedacht? Jetzt aber hier, zack. Ja, ich will die Waffe verbessern. So kann das doch nicht weitergehen. Und mehr verbessern kann man die jetzt auch nicht. Können wir aber noch irgendwas anderes modifizieren? Ne, ausschlachten? Ne, modifizieren können wir die nicht. Ich glaube, das geht wenn er nur mit Bögen. Aber apropos Bögen. Ich glaube, Kriegsbogen ist der beste, ne? Der ist jetzt schon besser als die Geistersehne. Also irgendwas stimmt mit diesen legendären Waffen nicht. Die sind irgendwie viel zu schlecht. So kann das doch nicht weitergehen. Okay, dann könnte man sogar... Ach, da fehlt das Geld wieder. Was, komm. Ich verkaufe dem jetzt mal ein paar alte Waffen. Die brauchen wir eh nicht. Ich kauf... Halt die Schnauze jetzt, komm. Dem verkaufe ich... Logischerweise keine legendären Waffen. Aber dem verkaufe ich... Ja, das ist auch das Lasergewehr, das wir sowieso haben, ne? Ich will mal ganz kurz gucken, was wir haben. Wir haben... Ach, steht hier gar nicht. Ja, doch, wir haben das Lasergewehr LT5. Verkaufen wir einfach mal... eine Bazooka. Beide Flammenwerfer, weil wir eh den verbesserten haben. Handgranaten können wir auch verkaufen, aber... Lass ich jetzt erstmal, haben wir noch irgendwas doppelt... Die Knarre kann weg. Regentenschwert 2 kann auch einmal weg. Oh, da haben wir noch hier irgendwas. Oh ja, wir haben auch noch was doppelt. Ist doch wunderschön. Oh, das gibt Geld. Wobei, da könnten wir, glaube ich, auch generell alles verkaufen. Aber na egal. Behalten wir mal alles einmal, ne? Aber guck mal, da kann man wirklich ein bisschen was loswerden und da gut Geld verdienen. Leck mich am Arsch, ey. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir davon so viel haben, von dem ganzen Kram. Tja, und schon sind wir wieder bei... Man muss sich nicht immer recht 7.500. Das kann man sehen, wie man will. Das heißt, wir können hier jetzt so ein bisschen basteln. Wie soll das alles nur enden? Und zwar am Kriegsbogen. Manche Dinge lässt man besser vergraben. Aber ich glaube, ein zweites Mal. 78 Geschicklichkeit. Okay. Ah ja. Können wir die nicht modifizieren? Okay, ich dachte irgendwie, irgendwas könnten wir modifizieren. Ich würde sagen, wir machen schon mal auf Stufe 3. 120 Damage. Ui, das ist nicht schlecht. Was hat er sich nur dabei gedacht? Also haben wir den Kriegsbogen schon mal auf Stufe 3. Den müsste ich dann echt mal ausprobieren. Das ist mit Plasma-Dinge, also? Wobei ich glaube, die fand ich gar nicht so geil. Mit dem Lasergewehr war ich ja ganz zufrieden bis jetzt. Okay, ich würde sagen, dann lassen wir den erstmal Stufe 3. Der braucht 78 Geschicklichkeit. Das werden wir mit der Zeit noch irgendwie erreichen, schätze ich mal. Jetzt haben wir auch genug Zeit hier vergeudet halt. Der eigentliche Grund, weswegen wir hier sind, ist noch gar nicht ausgerüstet. Das ist nämlich der Erzberserker-Helm. Das dürfen wir ja hier alles... alles Erzberserker jetzt. Jetzt sind wir so ein richtiger hier. Richtiger Warlord. Wobei ich finde, der Erzberserker sieht ein bisschen bescheuert aus, weil der hat überhaupt keinen Nackenschutz. Das ist ja. Als hätte er so eine Kokosnusshälfte auf dem Kopf. Das sieht ja echt komisch aus. Na egal. Okay. Dann heißt es jetzt. Kallax.
Ich hätte davor speichern sollen. Ich habe das Gefühl, jetzt geht's gleich rund. Okay, noch nicht. Noch nicht. Immerhin. Okay, dann pass mal auf. Dann schaue ich jetzt mal, inwiefern es das jetzt schwieriger macht. Also gehen wir mal auf normal. Ist es jetzt auf normal? Ja, ist normal, okay. Na toll, jetzt ist die Waffe nicht im Quickslot, so eine Scheiße. Ja, unser gutes Lasergewehr. Sieht auch brutal aus jetzt hier. Warum sind wieder überall rote Punkte? Und warum sehe ich davon aber niemanden? Ach, die pennen. Ich habe irgendwie das Gefühl, also ich weiß nicht, weil noch kann ich es ja auch gar nicht bestätigt wissen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Schusswaffe irgendwie ein bisschen präziser ist. Das heißt, es geht los, da kommt ein Eisschnabel auf uns zu. So extrem wird es jetzt auch nicht sein. Es sind auch noch ein paar Gegner hier. Ach komm, da können wir eigentlich drauf scheißen. Ach du heilige Kacke. Das war gerade ein bisschen buggy. Naja, okay. Auf dann epischer Kampf im Bruder. Ich weiß, dass du hier bist. Zeige dich endlich, damit wir es zu Ende bringen können. Du stehst da unten wie auf dem Präsentierteller. Wo ist deine strategische Raffinesse geblieben, die dich so mächtig gemacht hatte? Wie verwundbar dich doch deine Gefühle gemacht haben. Wie berechenbar ist dein Erscheinen hier an dem Ort? Ein Wort von mir und du bist hier. So, du kennst also unsere gemeinsame Vergangenheit. Vardek hätte besser schweigen sollen. Das ist nur noch ein weiterer Grund, dich aus dem Weg räumen zu müssen. Die Gelegenheit werde ich dir noch früh genug geben, Bruder. Beantworte mir meine Fragen, bevor du deine Pflichten erledigst. Du hast Fragen? Das ist ebenfalls etwas Neues an dir. Auch eine der Nebenwirkungen deines Lebens als Landstreicher in den Ländern der freien Menschen. Aber wie du willst, stelle deine Fragen. Du wirst nicht mehr viel Zeit haben, um einen Nutzen aus ihnen zu ziehen. Was genau sollte das heißen? Ich sei schon lange Teil des Elixitoren-Kollektivs. Wie du weißt, wird jedem von uns, der vom Vollkommenen zum Elixitor gewählt wird, ein Biokernchip eingesetzt, um seine Effektivität zu maximieren. Das geschieht, bevor noch die eigentliche Beförderung vollzogen wird, ohne das Wissen des Erwählten. Auf diesem Wege testet der Vollkommene die Würdigkeit des Betreffenden. Dir hat man schon viele Wochen, bevor man dir die Robe anbot, einen solchen Chip implantiert. Unsinn. Ich habe immer noch meinen freien Willen. Ich hätte es gemerkt, wenn der Hybrid versucht hätte, mir Befehle zu erteilen. Glaub mir, der Vollkommene hat es mehr als einmal versucht. Doch bei deiner Exekution muss der Biokern des Chips abgestorben sein. Er hat nur noch bedingt Kontrolle über dein Handeln. Darum bist du zum unkalkulierbaren Risiko geworden. Niemand kontrolliert mich. Sag nicht, dir ist noch nie das Flimmern vor deinen Augen aufgefallen, wenn du seine Order empfängst. Ah, jetzt macht das Sinn. Okay, jetzt wo du es sagst. Es ist nicht viel, was er dir befehlen kann, und er dringt auch nur selten zu dir durch. Aber immer noch genug, dass du die freien Menschen nicht vor ihrer Bestimmung, die der Vollkommene ihnen zuteilt, abhalten wirst. Wie lautet der Code für das letzte Shot des Hybriden? Du bist kein Elixitor. Es steht dir nicht zu, ihn zu kennen. Darum werde ich ihn dir auch nicht verraten. Dann probieren wir es mal so. Man sagt, der Code sei der Name des Vollkommenen.
Zugegeben, es ist nur ein Gerücht, das sich hartnäckig am Hofe des Eispalastes hält. Doch wenn das wahr ist, dann frage ich mich, wofür braucht ein so perfektes Wesen wie der Hybrid einen Namen? Namen sind nicht mehr als Identifikationscodes. Aber warum hält der Hybrid an diesem einen Namen so fest, dass er damit sein letztes Shot versiegelt? Irrelevante Frage. Tatsächlich? Es ist die größte Sicherheitslücke im ganzen Eispalast. Und du weißt das. Jeden, der unrechtmäßig an diesen Code gekommen ist in der Vergangenheit, haben wir exekutiert, weil er es so wollte. Alles, was ich jemals von diesen Delinquenten erfahren habe, ist, dass der Name mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Dann weißt du schon zu viel. Warum ändert der Hybrid diesen Code dann nicht einfach? Irrelevant. Komm schon. Hast du dich nie gefragt, warum er den alten Code immer noch beibehält? Es gibt aus meiner Sicht nur zwei Gründe dafür. Er behält diesen Code aus sentimentalen Gründen, was für den Hybriden höchst unwahrscheinlich zu sein scheint. Oder er kann ihn nicht ändern, ohne dass er sein System rebooten muss und er dabei irreparablen Schaden nimmt. Das ist nur wieder ein Ergebnis deines Gefühlschaos. Nein. Das war der Grund, warum ich mich damals nicht bedingungslos in die Hände des Hybriden geben wollte. Darum entsagte ich ihm die Gefolgschaft als Elexitor. Du kannst damit aufhören. Von mir wirst du nichts erfahren. Im Gegensatz zu dir habe ich den letzten Schritt getan. Und es war die einzig richtige Entscheidung. Wie lange weißt du schon, dass wir die Kinder von Berserkern sind? Du warst damals noch zu klein, um dich daran zu erinnern. Ich allerdings habe noch die Gesichter meiner Eltern vor Augen. Eine Vergangenheit, die aber heute keine Bedeutung mehr hat. Du bist mein Bruder. Auch wenn es nur eine Lüge ist, haben wir doch ein ganzes Leben zusammen verbracht. Versuchst du etwa eine emotionale Reaktion zu provozieren? Dir sollte doch klar sein, dass du damit rein gar nichts bei mir bewirkst. Nichts von all dem hat wirklich Relevanz. Es ist Zeitverschwendung, dir noch weiter zuzuhören. Ich werde das hier jetzt beenden. Du hast deine Chance gehabt, doch du hast sie verstreichen lassen. Nun gut, der Showdown beginnt dann wohl in der nächsten Folge, direkt zu Beginn. Bis dahin, tschüss.